Hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir mal Wie weit kannst du fliegen Simulator. Eigentlich war geplant, dass ich einen neuen Simulator von Crafter spiele, aber der hat scheinbar nicht so gut funktioniert und deswegen hat er den wieder runtergenommen und das Spiel wurde jetzt überschrieben mit dem hier, der im Grunde auf demselben Simulator basiert. Ich bin gespannt, was das für ein Spiel wird. Eigentlich war auch geplant, dass ich einen Code in seinem Simulator bekomme und ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt hier noch drin ist. Deswegen probieren wir es einfach mal aus. Ich gehe auf den Shop, scroll einmal nach ganz unten, gebe dann hier den Code. Ich probiere es einmal mit Conny aus. Einlösen. Oh, Code Conny hat mir 500 Coins gebracht. Okay, das ist gut. Hey, hier ist nochmal Zukunfts-Conny. Der Code Conny hat gar nichts gebracht. Ich habe einfach so 500 Münzen bekommen. Ich weiß gar nicht, ob das gewollt ist, dass man regelmäßig Münzen und Gems bekommt. Keine Ahnung. Aber die anderen Codes funktionieren. Er meinte meinen Roblox-Namen, aber das wird... Ach so, Code Roblox Conny bringt auch Coins. Das finde ich auch gut. Okay, ihr könnt den Code Conny eingeben für 500 Coins, den Code Roblox Conny für 650 Coins. Jetzt will ich was ausprobieren. Ich probiere es mal mit Roblox Felix. Roblox Felix bringt auch 150 Coins. Ha, ich klaue den alle Codes. Und was ist mit ii223felixd2? Invalid. Okay, schade. Aber wir haben jetzt schon mal 800 Coins. Das ist ein guter Startboost, würde ich vermuten. 72 Robux gespart. Und ich habe gerade einfach so ein Gem bekommen. Wofür das denn? Fürs einfach im Spiel sein? Keine Ahnung. Also hier hinten gibt es scheinbar Pads. Oh, warte mal. 30... 300? Ui, ich kann mir hier einfach schon sowas leisten. Dann mache ich das auch. Einfach mal öffnen. Mal gucken, ob ich was Gutes ziehe. Und Zauberkürbis. Okay, der Zauberkürbis ist das Schlechteste, was es gibt. Aber auch das Schlechteste ist gut, wenn man vorher nichts hatte. Ich gehe einmal kurz auf mein Inventar. Dann rüste ich den hier aus. Der bringt mir 150 Coin Bonus. Oder Geschwindigkeit? Was war das denn jetzt? Ah, ich habe keine Ahnung. Wir werden es aber schon sehen. Oh ja, man kann hier auch immer noch Kürbisse ausrüsten, was keinen Sinn macht. Das war noch Bestand vom alten Spiel. Na gut, Glücksrad spinnen. Kann ich hier auch am Glücksrad spinnen, please? Oh, komm morgen zurück. Na gut, dann nicht. Gruppenbelohnung. Haha, 25 Gruppenbelohnung, weil ich bei Next Hit Studios drin war. Wenn ihr das Spiel spielen wollt, ist natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Und dann könnt ihr auch der Gruppe beitreten für den Gruppenbonus. Das werde ich mir wohl erstmal nicht leisten können. Hier kann man noch Golden und Ruby Pets craften. Hier gibt es Upgrades. Was kosten mich denn Upgrades? Upgrades kosten mich... Ach, hiervon was. Okay. Ah, okay. Das sind dann so Rebirth-Knöpfe. Und man kriegt einfach nach einer Minute oder zwei, keine Ahnung, kriegt man diese Gems. Verstanden. Einfach nur für mehr Spielzeit. Oh, die Leute haben schon eine Menge Speed. Ich habe aber auch schon eine Menge Speed. Ich habe schon 166 Speed. Oh, man kriegt einfach fürs im Spiel sein Münzen? Kann das sein? Oder... Kriegt man die Münzen auch? Keine, ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist es ein Fehler. Vielleicht, weil ich den Code eingegeben habe. Ich habe keine Ahnung. Ich spiele das Spiel jetzt komplett blind. Highscore ist 166. Perfekt. Jetzt, wo ich 1000 Münzen habe, kann ich auch mal für 1000 Münzen das Ding hier öffnen. E drücken übrigens zum Öffnen. Und ungewöhnlicher Stachelkürbis-Dings, der Boomster. Okay, Haustiere. Dann rüste ich den hier auch aus. 155 Speed Boost. Okay, wenn ich über diese Linie rübergehe, werde ich, glaube ich, schnell, muss ich hier klicken? Ich laufe erstmal. Wenn ich klicke, passiert nichts, okay? Ich laufe einfach mal. Hui! Oh. Hey, ich habe es in Bereich 50 geschafft. Das ist ja schon mal etwas. Und ich kriege 900 Münzen dafür. Stabil. Dann hole ich mir gleich bessere Pets dazu. Ah, ich brauche noch ein bisschen für bessere Pets. Na gut, dann werde ich noch einmal da hinten rüberlaufen. Ich dachte erst, dass das so eine Art Race-Clicker ist, aber ich muss nicht klicken. Und das gefällt mir, dass ich nicht klicken muss, weil ich mag klicken nicht. Und bam! Oh, ich habe es bisher noch nicht so weit geschafft, wie es aussieht. Aber ich kriege mal 902 Münzen. Jetzt habe ich schon 1800. Wie viel kostet mich denn das nächste Ding? Das kostet mich 10.000. Okay, ich werde noch einmal den hier öffnen. Bitte mal was Gutes. Und na gut, kann man so nehmen. Ich gehe wieder auf meine Pets, dann rüste ich den hier aus. Jetzt habe ich schon mal drei verschiedene Pets hinter mir. Das ist natürlich alles Halloween-themed, weil es ist ja auch gerade Halloween. Jetzt laufe ich hier rüber und bitte gib mir jetzt mehr Speed. Ich will es wenigstens über die 50 rüber schaffen. Ich schaffe es nicht über die 50 rüber. Es ist unfassbar. Aber ich habe auf jeden Fall mehr Geld bekommen, weil ich bessere Pets habe. Aber dann öffne ich nochmal zwei von diesen Eggs für bessere Pets. Und gewöhnlich will ich nicht. Dann noch einmal und please, please, please. Ungewöhnlich. Okay, jetzt muss ich was gucken. Gibt es hier am besten ausrüsten? Ha, es gibt am besten ausrüsten. Perfekt. Muss ich mich gar nicht damit beschäftigen, was ich für gute Pets habe oder schlechte Pets habe. Meint ihr, das bringt was? Oh, ich kann springen. Ich springe einfach. Oh mein Gott, das bringt richtig was, wenn ihr springt. Als ob. Ihr müsst springen, Leute. Einfach bei 5600 gelandet. Krass. Okay, das ist der Trick. Jetzt laufe ich hier nochmal lang. Und einfach kurz vor der Rampe einmal springen, damit man richtig nach oben ballert. Ich krieg nochmal 500 und lande bei 10.000? 5.000? Ich sehe gerade 10.000. Die Punkte machen wenig Sinn. Aber 6.700 ist jetzt mein neuer Highscore, würde ich sagen. Highscore ist
1500, was auch immer. Ich glaube, die Punkte, die da hinten drauf stehen, machen nicht wirklich Sinn. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall kann ich mir jetzt schon dieses Eck hier leisten. Und das werde ich auch tun. Ich werde dieses Spiel so durchspielen vom Noob zum Pro in 3 Sekunden. Oh mein Gott, ich habe einen... Was war das? Ich weiß gar nicht, was das war. Ich öffne jetzt noch die zwei hier. In der Hoffnung, dass ich da was Besseres ziehe. Oh, selten! Ja, ich habe direkt was Seltenes gezogen. Geil! So, und jetzt... Episch! Einfach was Episches gezogen jetzt schon. Am besten ausrüsten. Krass. Okay. Stabile Sache. Ich habe schon zwei epische Sachen. Der Pumpkin Long Blue ist auch episch. Augenblick. Ist nicht euer Ernst, oder? Der ist auch episch. Als ob. Guckt euch das an. Ich habe schon zwei epische Pets, auch wenn man es bei dem hier nicht wirklich sieht. Krass. Ich hätte gerne hier ein bisschen mehr Walkspeed in dieser Area. Aber... Und ich schaff's in 20.000er... Ich schaff's zu 40.000. Ich hab's zu 40.000 Ich schaff's sogar zu 70.000, als ob! Wie weit geht denn das da hinten? Ich weiß es gar nicht. Die Voice ist nicht. Aber 44.000 habe ich jetzt einfach bekommen. Für diesen einen Run mache ich noch den nächsten Run. Einfach nochmal 44.000 dazu bekommen, einfach weil ich so nett bin. Okay, und jetzt laufen wir hier nochmal lang und hopp! Ah, ich glaube, das war nicht ganz so gut, oder? Nee, es war nicht ganz so gut. Da habe ich, glaube ich, zu spät auf Springen gedrückt. Aber ich schaff's wieder in 70.000er Bereich rein und krieg dann auch wieder ordentlich Cash Money. Katsching. So, und für meine 133.000 Cash Money gönne ich mir dann auch direkt das nächste Egg, beziehungsweise das Egg hier schon. Als ob das so schnell geht. Unzureichende Währung. Achso, 1 Million. Oh, ich dachte 100.000. Na gut, dann hoffe ich mir halt das Egg hier zweimal. Da ziehe ich einmal... Episch! Als ob, wie viel Glück habe ich denn, dass ich epische Pets so oft ziehe? Zweimal das epische Pet gezogen, als ob... Okay, Lagerbestand am besten ausrüsten. Guckt euch das an. Er hat 2000 Bonus. 2000 Bonus bringen die Dinger mir. Okay. Ich bin jetzt auch, glaube ich, schon der Beste hier auf dem Server. Also ich bin mir nicht sicher, ob mir die Codes was gebracht haben, die ich eingegeben habe. Aber bam! Es geht voran, Leute. Und ich lande direkt bei den 40.000. Spring direkt rüber zu den 70.000 mit bisschen Glück. Bitte, 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 bitte. Ah, schade, nicht geschafft. Nicht geschafft, da brauche ich dann nochmal ein bisschen mehr Speed. Aber das werden wir natürlich machen. Ich wäre nicht Conny, wenn ich das nicht machen würde. Obwohl, man kann doch bestimmt auch rebirthen. Wann kann ich das? Ach, für nur 10.000? Dann rebirth ich jetzt schon mal, als ob. Ich wusste gar nicht, dass man nur 10.000 für ein Rebirth braucht. Lol, warum spawne ich hier? Ist das so gedacht, dass ich da hinten spawne? Hä? Ich rebirth einfach nochmal. Dann gucken wir, ob das so gedacht ist. Und okay, man landet direkt auf dem 450er-Feld. Ich weiß nicht, ob das wirklich so gedacht ist. Aber meinetwegen, ich nehme das so an. Dann kann ich halt jetzt Rebirths machen. Ich schreibe das auch mal Crafter. Der wird mir dann sicherlich am Ende... Ich spawn schon wieder hier. Und nochmal Cash Money bekommen. Der wird das sicherlich rauspatchen, weil so ist das ja eigentlich eine Rebirth-Maschine. Ich glaube, ich habe das Spiel exploited. Und schon wieder hier gespawnt bei 450. Na gut. Leute, wenn ihr schnell seid und Crafter langsam ist, dann könnt ihr den Exploit auch noch nutzen und einfach die ganze Zeit rebirthen, rebirthen, rebirthen. Einfach den nächsten Rebirth kaufen. Dann spawnt ihr auf 450, kriegt dann auch den Bonus. Obwohl, wenn wir weiterlaufen. Ich meine, solange ich in Bewegung bin, kann ich ja... Ah ne, okay, jetzt hat er aufgehört. Schade, ich dachte schon. Okay. Rebirth kaufen und ich mache das, bis ich 10 Rebirths habe. So, und jetzt habe ich meine 10 Rebirths zusammen und ich habe auch noch meine Pets. Das heißt, wenn ich die ausgerüstet hätte, würde ich sogar noch mehr Zeug bekommen. Es ist, glaube ich, nicht ganz so gut umgesetzt hier mit dem Rebirth-System, aber wir ballern hier einfach mal durch. Hopp, und wir gucken, wie weit ich jetzt komme. Okay, ich komme immer noch genauso weit. Der Speed-Bonus durch meine Pets bleibt der gleiche. Aber der Cash-Bonus, ich habe jetzt 10 Rebirths, das bedeutet, ich müsste 10-mal so viel Cash bekommen. Und damit müsste ich doch eigentlich jetzt mindestens 500.000 haben, oder? Ja, 500.000 ungefähr. Ich sag richtig, 400.000. Vorher waren es ja 40.000 und nochmal 400.000 dazu bekommen. Und ja, wir exploiten das Spiel einfach mal durch. Ich schreibe Crafter natürlich die ganzen Fehler, die hier drin sind. Er wird die wahrscheinlich fixen. Der schreibt schon die ganze Zeit, ups, ups. Jetzt, und es ist einfach der Blenderaffe. Dankeschön. Echt, echt gute Arbeit, 3D-Modeler, den Blenderaffen als Pet rauszuhauen. Und bam! Ah, schaff... Nee, diesmal schaffe ich es auch nicht. Schade eigentlich, dass ich es nicht so weit schaffe. Aber ich schaff's weiter als der Noob. Ich schaff's weiter als der Noob. Ha! Was willst du tun? Na, es ist doch schön, wenn man mal so ein kleines Spielchen hier exploiten kann. Hier unten steht in Kürze handeln, aber es gibt schon Handeln. Ich schicke ihm jetzt eine Handelsanfrage. Da steht soon handeln. So, hä? Egal. Was ich auf jeden Fall mache, ich gehe jetzt einfach mal hier zu den Upgrades. Und dann kaufe ich mir für die Gems, die ich bisher freigeschaltet habe, ein paar Upgrades für mehr Wiederbelebungsbuttons und so. Weil das ist, glaube ich, praktisch. Dann kann ich mir mehr Rebirths auf einmal holen. Und durch mehr Rebirths kriege ich ja auch mehr
von dem anderen Stuff. Ich kann auch mehr Pets ausrüsten, sehe ich gerade. Mehr Pets lagern. Und Juwelenboost macht natürlich auch Sinn. So. Und jetzt habe ich mehrere Wiedergeburten-Button. Ja, und dann hole ich mir direkt 5 Wiedergeburten auf einmal. Möchtest du ernsthaft eine Wiedergeburt machen? Nee, ich wollte eigentlich 5 machen. Mal gucken, ob das dann auch funktioniert. Jetzt steht da 3. Jetzt habe ich 3 bekommen. Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas stimmt hier nicht, aber das wird schon. Das wurde auf jeden Fall sehr hart durchgerusht. Gehe hier wieder ran, kaufe mir nochmal mehr Wiedergeburten-Button, mehr Juwelen, Bonus und dann natürlich direkt neue Rebirths. Man muss sich eigentlich nur Rebirths kaufen. So, dann holen wir uns nochmal das Cash Money. Oh, schaffe ich es zu 850? Ja, fast. 472, ich würde sagen, ich rüste einfach meine Pets nochmal aus und laufe wieder durch. Bam! Und dann fliegen wir einfach mal. Hui! Aber ich werde es, glaube ich, nie über die 70.000 hinaus schaffen. Ich brauche dafür bessere Pets. Dafür muss ich eigentlich nur mehr farmen. Na gut, jetzt habe ich aber schon 1,52 Millionen. Ich muss eigentlich nur eine Milliarde... Was heißt nur? Ich muss das Tausendfache zusammenkriegen. Oh, ich kann auch Pets craften. Ach, will ich gar nicht. Ich will keine Pets craften. Was ich machen möchte, ist mir... Als ob ich nicht genug habe für 10 Wiedergeburten. Bitte gib mir genug für 10 Wiedergeburten. Na gut, ich gehe jetzt erstmal zu den Upgrades, kaufe mir mehr Juwelenboost und ich habe immer noch nicht genug. Da stand doch eben, ich habe Coins bekommen. Egal, ich laufe hier einfach mal durch und... Ich fliege und ich fliege. Ich weiß gar nicht, was ich am Anfang so gut gemacht habe, dass ich so weit geflogen bin. Aber ich überhole den Noob mal wieder. Ha! Was? Wird... Nee, das wird schon wieder nichts. Ich will doch nur mal darüber. Na gut, ich hole mir jetzt auf jeden Fall die 10 Wiedergeburten. So, und dann natürlich noch das Cash Money, das ich bekomme. Ganz schnell die neuen Pets ausrüsten. Am besten ausrüsten für mehr Bonus. Und jetzt, wo die Pets ausgerüstet sind... Ah, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es hat keinen Unterschied gemacht tatsächlich. Wie viel kostet mich ein Rebirth? 200.000. Okay, ich habe 300.000 bekommen. Ich würde sagen, erstmal weitere Rebirth-Knöpfe, weitere Juwelen-Boni und noch mehr Juwelen-Boni. Und dann laufen wir nochmal durch. Los geht's. Hui! Ich weiß nicht, muss ich früher springen oder später springen? Es ist ein bisschen, was hat's mit Skill zu tun? Das muss ich Crafter lassen. Vorher war das ja nur praktisch ein Race-Clicker, wo man nur klicken musste. Aber ich finde es cool, dass man jetzt kontrollieren kann, wie weit man fliegt, anhand des Timings, wann man springt. Das finde ich eigentlich ganz cool gemacht. Das hat auch ein bisschen was von dem Jetpack-Simulator, den ich vor einem Jahr, das ist jetzt schon fast ein Jahr her, also es ist ungefähr 10 Monate her, dass ich diesen Jetpack-Simulator gespielt habe. Ich würde sagen, ich öffne jetzt einfach hiervon noch ein paar Eggs. Als ob direkt was Episches, nicht von dieser Welt. Und ungewöhnlich, der Affe. Okay, jetzt gehen wir wieder in den Lagerbestand, rüsten die Besten aus. Und der bringt 8000 Bonus. Stabil. Und der nicht von dieser Welt, der wird mir jetzt verhelfen, um der reichste Mensch der Welt zu werden. Ich bin jetzt sehr früh gesprungen und das bringt mir, glaube ich, nicht so viel. Okay. Ich versuche beim nächsten Mal später zu springen. Weil früh springen, jetzt bin ich echt nicht so weit gekommen. Ich bin höher geflogen dadurch, dass ich früher gesprungen bin. Aber nicht so weit geflogen. Okay, ich versuche jetzt einfach mal spät zu springen. Und... Hui! Ich weiß es nicht. Ich bin jetzt auf jeden Fall weiter gekommen durch später springen. Aber ich traue mich halt nicht zu spät zu springen. Ich versuche es einfach mal sehr spät zu springen. Okay, und los geht's! Ich habe jetzt gar nicht springen gedrückt. Beziehungsweise ich habe so spät... Was ist hier los? Hallo? Hallo? Kann ich auch mal wieder runter? Please? Hallo? Ah, jetzt geht's runter. Alles klar. Ich habe, glaube ich, zu spät springen gedrückt. Also ab einem gewünschten Speed muss man, glaube ich, nicht mehr springen drücken. Ich bin einfach hier bei... Was ist das? 200.000? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Das waren, glaube ich, 2 Millionen gelandet. Ich habe 21 Millionen dafür bekommen. Alles klar. Ja, darauf erstmal 20 Wiedergeburten. Obwohl, nein. Ich will nicht verschwenden. Ja, und dann öffne ich einfach mal ein paar von diesen Eggs. Ich würde schon gerne so ein legendäres ziehen. Ich muss ja nur darauf achten, dass ich 4 Millionen am Ende übrig behalte. Der nimmt auch meinen ganzen Bildschirmspace ein. Aber wir machen das. Kaufen wir uns einfach mal 16 mal diesen Sarg. Es ist ja kein Ei, es ist ja ein Sarg, den ich öffne. Und ungewöhnlich. Okay, weiter geht's. Und legendär! Oh mein Gott, das hat funktioniert. Einfach so schnell schon. Wie hoch ist die Chance auf ein Legendary? Ich habe keine Ahnung, wie hoch die Chance auf ein Legendary ist. Ich lasse jetzt einfach weiter durchlaufen. Vielleicht ziehe ich noch eins. Vielleicht gibt es ja auch ein Secret. Ich habe keine Ahnung. Und ungewöhnlich. Brauche ich nicht. Brauche ich auch nicht. Wobei, ich kann die ja zusammencraften zu einem goldenen Pad. Das wird ja dann auch was bringen, ne? So, jetzt kann ich noch 4 öffnen. Noch 3 öffnen. Noch 2 öffnen. Und noch 1 öffnen. Okay. Jetzt schnell weg hier. Sehr gut. Obwohl, einen hätte ich noch öffnen können. Den öffne ich auch. Den öffne ich auch. Mein GUI ist weg. Gut, jetzt wo mein GUI weg ist, ist das natürlich besser für meine Aufnahme. Mal gucken, ob es zurückkommt, wenn ich einmal da lang gelaufen bin. Weil dann wird man ja irgendwie wieder komplett resettet. Also laufen wir einfach lang. Ich springe auch diesmal nicht und...
auf jeden Fall. Man darf nicht mehr springen, wenn man einen gewissen Speed hat. Aber ich fliege viel zu hoch. Guckt euch das an. Ich fliege viel zu hoch. Ich fliege nicht weit. Ich fliege einfach nur hoch. Hallo, wo ist die Map hin? Hä? Wo ist die Map hin? Please, please. Wie viel Speed habe ich eigentlich? Ich habe 14.000 Speed, 5 Millionen Münzen, 19 Wiedergeburten und mein Highscore liegt bei 14.000, okay? Ja, wir warten einfach mal, bis ich wieder unten bin. Falls ich überhaupt nach unten komme. Oh, da hinten. Ich bin rübergeflogen. Und ich bin gestorben. Habe ich Geld bekommen? Ich habe kein Geld bekommen. Ich bin einfach über die Map rübergeflogen. Na gut, dann gehe ich jetzt nochmal dahin, öffne nochmal das letzte Eck, das ich vorhin sowieso öffnen wollte. Beziehungsweise den letzten... Oh, das funktioniert immer noch nicht. Na gut... Dann gehen wir einmal auf meinen Lagerbestand, rüsten die besten Pets aus, weil Ted, der Legendäre, hat einfach 19.000 Münzenbonus. Stabil. Und jetzt gehen wir mal zu den Craft Golden Pets. Öffnen das. Und dann gönne ich mir einfach ein paar Affen mit 100% Erfolgschance. Kann ich mir natürlich leisten. Kostet auch fast gar nichts, lol. Und dann das nächste einfach auf 100% craften. Yeah. Wie viel habe ich noch? 1, 2, 3. Ja, dann kann ich noch einen craften. Mache ich auch. 1, 2, 3, 4, 5. Handwerk. So. Dann rüste ich wieder am besten aus, weil der Affe bringt dann doppelt so viel, wenn er Gold ist. Okay, der ist dann doppelt so stark. Und die grünen Elemente sind jetzt gelb, beziehungsweise Gold natürlich. Habe ich hier noch was? Nee, eigentlich will ich die anderen gar nicht haben. Ich kann es hier mal mit 40% versuchen. Fehler. Na gut, hat nicht funktioniert. Craft Ruby Pets. Kann ich mir das leisten? 60%? Wir versuchen es. Oh, gefailt. Na gut, das war's dann. Alle meine guten Pets. Na gut, nicht alle meine guten Pets. Aber meine Affen sind jetzt alle weg. Ich mache jetzt auch einfach mal mehrfaches Löschen, weil die hier unten brauche ich alle nicht mehr. Auch die hier brauche ich nicht mehr. Und dann löschen wir die alle und gönnen uns einfach mal ein paar Rebirths. So, warum steht da, dass ich jetzt 24 Rebirths habe? Irgendwie funktioniert das nicht so ganz. Ich kaufe mir 20 Rebirths und krieg 5. Was aber vielleicht Sinn macht, weil das ist der 1, 2, 3, 4, 5. Button. So, hä? Ich habe den Fehler einfach auch mal an Crafter gemeldet. Ich habe auf jeden Fall jetzt 120 von den geilen Gems. Natürlich wieder die besten Pets ausrüsten, die es gibt. Und für 120 Gems kann ich mir mehr ausgerüstet holen eigentlich. Aber ich hole mir erstmal mehr Rebirth-Buttons und mehr Juwelen-Boni. Weil das kann ich mir im Endeffekt auch alles noch später holen. Und dann laufen wir einfach nochmal durch. Und diesmal versuche ich gerade zu laufen, damit ich nicht drüber fliege. Und kurz vorher zu springen. Okay, jetzt bin ich kurz vorher gesprungen und ich fliege überhaupt nicht so weit wie vorhin. Okay. Aber schaffe ich es wenigstens jetzt, please? Das könnte was werden. Nee, nee, das wird nichts. Okay, ich versuche es einfach nochmal ohne zu springen. Und gerade und... Ich fliege sehr hoch. Oh, diesmal vielleicht nicht so weit, oder? Bitte? Hör auf, nach oben zu fliegen. Ja, ja, das kann was werden. Das kann was werden. Ohne springen zu drücken. Warum bin ich dann vorhin so weit geflogen, hä? Hä? Oh, ich bin auf der Decke gelandet. Oder auf der Wand. Okay, ich denke, Crafter wird hier noch eine Decke hinzufügen oder so. Weil das ist blöd, wenn man hier auf der Wand drauf landet. Ich mache es jetzt einfach mal ganz normal mit springen, damit ich nicht so weit fliege. Ich glaube... Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, das war nicht gewollt von Crafter, dass man so weit nach oben fliegen kann, wenn man einfach gar nicht springen drückt. Keine Ahnung. Aber ich mache einfach, was ich will. Weiß auch gar nicht, ob sich lohnt, hier die Robux-Eggs zu kaufen, wie stark die wären. Aber ich kann ja sowieso auf dem Server keine Eggs mehr öffnen. Crafter hat aber mir jetzt schon geschrieben, dass er einige der Bugs, die ich ihm eben geschrieben habe, schon gefixt hat. Also auf einem neuen Server wären die gar nicht mehr drauf. Und 70.000. Warte, warte. Als ob ich jetzt bei 10.000 lande, obwohl ich eben noch so nach links und rechts abgeprallt bin. So, hä? Aber okay, ich will mich nicht beschweren. Gönn mir jetzt einfach die 35 Rebirths, beziehungsweise die 6 Rebirths, für die mir dann tatsächlich doch noch 140.000 Münzen fehlen. Na gut, ich habe Crafter aber auch schon gesagt. Also die ich denke, wenn ihr das Spiel spielt, werden diese ganzen Fehler gefixt sein. Crafter ist gerade fleißig dabei, die Fehler zu finden und zu fixen. Ich weiß auch nicht, was er sich jetzt dabei gedacht hat, einfach das Spiel umzukrempeln, wenn ich spielen will. Aber okay, wir spielen jetzt das. Was passiert eigentlich, wenn ich gegen die Wand, bam. Achso, okay. Funktioniert nicht jedes Mal so gut. Verstanden. Und so. Jetzt kann ich mir den Rebirth leisten. Das mache ich dann auch. Oder ich darf es nicht. Na gut, ich kaufe mir einfach die hier. Wird schon passen. So, die besten Pets ausgerüstet. Und eine Million dazu bekommen. Dann direkt die nächsten Rebirths dazu geholt. Man kann einfach so hart Rebirths farmen. Es ist nicht normal, Leute. Es ist nicht normal. Aber ich möchte das Spiel nicht weiter exploiten, solange hier noch so viele Fehler drin sind. Dementsprechend kaufe ich mir jetzt einfach mal noch ein bisschen mehr Pets und den Rest hiervon. Ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Bis dann und ciao!